Das alles begann mit einem Funken. Ein Blitz in blauem Gold. Riftenergie. Als der Rausch begann, machten sich die Rifter in den Ausläufern breit. Planeten, die einst Ödland waren, wurden von Menschen besiedelt, die ihre Claims absteckten, die das schnelle Geld lockte. Aber die Rifts mutierten sie ebenso schnell zu Monstern. Und damit verdienen wir unser Geld. Cutter und ich schützen Claims. Wir tun, was sonst keiner schafft. Wir sind Rift-Retter. Und verdammt gute. Wir erfüllen unseren Soll und lehnen keinen Job ab. Doch der hier war ein Fehler. Sie haben einen Union Sheriff, oder Jonas? Haben wir, aber das übersteigt seinen Einfluss. Na, die Union-Jungs können kein Outcast-Problem lösen. Ein Problem? Es ist verdammt noch mal mehr als das. Es ist der Outlaw. Die Scabs waren schon immer die reinste Pest. Jetzt werden sie aber von ihm geführt und organisiert. Die haben uns echt im Würgegriff. Unsere Lebensgrundlage genommen. Daher die Frage. Komm mit nach White Sands, Emmett. Du wirst es nicht bereuen. Als ich den Boden hier betrat, wusste ich wieder, warum ich weggegangen war. Logan, hast du's? Was ist es, Emmett? Manche Dinge vergisst man nicht. Sie prägen einen. Emmett, schön, dich zu sehen. Jonas. Ich weiß, du bist noch nicht lang hier, aber es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Sheriff Howell will rausfahren und eine Baustelle überprüfen. Outcast-Scabs treiben ihr Unwesen. Und wir dürfen keine mehr verlieren. Nicht bis der Union-Schlepper hier ist. Wir erfüllen unser Soll und das war's. Sie kriegen ihren Anteil, Emmett. Scabs. Ein Überfall. Cutter, ich brauche Info. Ich scanne die Baustelle. Die Scans schlagen an. Die verdammten Scabs lassen nicht lange auf sich warten. Okay. Nein. Bleib nah dran. Hier hat sich in letzter Zeit einiges geändert. Mach nur weiter. Ich kümmere mich um den Rest. Sheriff, ich schalte dich auf unsere Frequenz. Halt durch. Du hast also ein Mädchen für alles. Muss toll sein. Der Captain der Annabelle wird es schaffen. Er ist ein Cop der Union. Die Tage des Rhythmus sind vorbei. Es gibt viel weniger Leute. Und die Outlaws haben vor Jahren die Raffinerie übernommen. Eine Schande. Deine Heimkehr kommt wohl etwas zu spät. Was vom Schlepper gehört? Noch nicht. Aber ich höre einen Ladebereich ab. Die Pipeline auf Scourge. Übel. Aber da gibt's den einzigen funktionierenden Orbitlift, der Ausläufer. Die Union plant eine Abholung. Die einzige dieses Jahr. Jonas meint, dass sie erst die Hälfte ihres Solls abgebaut haben. Dann bleiben uns nur wenige Tage für den Rest. Das schaffen wir. Bewegt euch und macht schnell. Thank you.
erwischt. Verdammt, wir haben den Förderturm gesprengt. Hier wird's haarig. Und die Baustelle sind scab-frei. Sie haben aber Spuren hinterlassen, was? Verdammte Scabs. Wie sieht es aus? Sieht nach Müll aus, Tracy. Nicht zu gebrauchen. Das wirft uns am Tage zurück. Es war gerade fertig. Vorsicht! Mann, das war knapp. Cutter! Setzen wir einen Turm auf dieses Riff, bevor noch jemand umkommt. Turm bereit. Wenn du ihn rufst, mach da einfach die alte Struktur platt. Was für eine Anfangsfalle ist das? Das Ding ist nicht von der Union. Zapft. Der Turm pumpt und läuft einwandfrei. Beweg dich, Kumpel. Da kommen Scabs auf Sidewindern. Sie durften den Turm nicht erwischen. Also ihn all bereit machen. Okay, aber deine Energie ist niedrig. Ich schicke dir ein paar Riftfässer zum Aufladen. Bist du sicher, dass du das schaffst? Ich schaffe das, Sheriff. So geht's. Hier wartet ein Versorgungsbunker auf mich. Bereit zum Abrufen. Ein Bunker? Mehr nicht? Ich mache so schnell, wie Annabelle es zulässt. Sie ist nur ein Schiff. Okay, ich nehme, was ich kann. Jeder in White Sands, dass du zurück bist. Neuigkeiten machen schnell die Runde. Tilly, hast du sie gesehen? Noch nicht. Wie sieht's aus? Ich sehe Sidewinder. Der Raketenwerfer ist bereit. Heiz ihn ein! Thank you.
kommen Scrapper. Ich hasse Scrapper. Cutter, wir halten sie fern. Mauern bereit machen. Ich habe genug im Laderaum. Du stellst sie auf und ich sorge für Nachschub. Siehst du, mit was die arbeiten? Das sind Antiquitäten. Und alles von der Union. Oh Mann, was ist das für ein Höllenloch hier? Mauern können in Tore aktualisiert werden. Das Bedienfeld ist auf der Rückseite. Diese Scrapper sind dümmer als der Trick, durch den sie kriechen. Kapselsturm hinter den Mauern. Verstanden, Cutter. Ich brauche Feuerkraft. Autogeschütze bereit machen. Geschütze sind bereit. Kopiere oder verteile sie. Du musst sie nur abrufen. Bauen die Baustelle neu auf und am nächsten Tag reißen die Scabs alles ein. So häufig. Sind aber nicht nur die Scabs. Wir haben neue Nachbarn. Cutter, scanne den Kamm und sag mir, was du siehst. Da ist was, Emmett. Über euch ist ein Treibstoffdepot. Es wimmelt nur so vor Outcast. Unmöglich. Das ist mein Gebiet. Wenn da eine ganze Horde wäre, hätte ich es gewusst. Wenn Cutter sagt, dass sie oben sind, dann sind sie oben. Ich bin nicht deine Mama. Mach, was du willst. Ich bleibe hier. Okay, bereite einen Jetbike-Park vor. Ich gehe hoch.
Predator! Verschwinde, verplempere deine Zeit mit Outcast! Ich bleibe beim Vor! Komm schon, Herrett! Darf ich ihn bitte platt machen? Ja, die Scabs sind überall. Erinnert mich an... Oh, ein Wretch? Halt, warte! Du meinst die Hitmesse auf Purge? Das war mies. Ja, das war ein Kinderspiel. Ich dachte an Sever. Wow! Für dich. Sauber, aber jetzt wird's hässlich. Da kommen Outcast-Hawks. Der Versorgungsbunker ist beladen und wartet auf Abruf. Mach sie einfach fertig und dann ich sie weg!
Ganz ruhig! Du ziehst jetzt um, Scap. Emmett, was ist da los? Alles klar, Mann? Das Rift ist hochgepeitscht. Wollte mich reinziehen. Auf Sever? Das ist es, Emmett. Sieh mal! Ist das von unserem Claim? Das ist dein erstes Gehalt, mein Bruder. Bin gleich für dich da. Pass gut auf meinen Mann auf, Emmett. Dieser Job bringt uns voran, Till. Dann bekommen wir, was wir brauchen. Ich habe es schon. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 10 Jahre? Und plötzlich bist du wieder da. Ja, einfach so. Tja, jetzt bist du ja da. Ich will meinen Soll erfüllen. Emmett, Schipper im Anmarsch! Ist das Cutter? Wie geht's ihm? Scheiß Timing, wie immer. Ich sollte mich drum kümmern. Es gibt unbestätigte Gerüchte über Outcast-Hawks auf dem Frachtweg. Ich wette, dass sie ihre hässlichen Fratzen zeigen, sobald der Union-Schlepper ankommt. Was meinst du? Sollen wir nachsehen? Ja. Je schneller der Schlepper geladen wird, desto schneller können wir den Job abhaken. Bist du startbereit? Kletter rein und erkunde mit dem Vogel hier die Ausläufer. Mal sehen, ob sich unser altes Revier verändert hat. Okay, ich bin drin. Mal sehen, wie sie läuft. Wird nie langweilig. Okay, alles klar. Dein Kalibrierungsweg ist fertig. So kommst du rein. Steuerung ist kalibriert. Gute Arbeit. Okay, geben wir ihm die Spuren. Wirf die Brenner an. Oh ja, es klappt. Sieht gut aus. Und achte auf deinen Treibstoff. Er brennt dir schnell weg. Siehst du die Plattform? Flieg hin, checken wir mal das Fahrwerk. Stellen nicht ein, Kollege. Ist okay. Bin nur auf der Durchreise. Ah, auf der Flucht aus den Ausläufern, bevor es schlimmer kommt, was? Viel Glück. Okay, bringen wir den Hawk wieder in die Luft. Weiter zur nächsten Plattform. Ich nenne dich faul. Es gibt zu viel zu tun, um Löcher in die Luft zu starren. Gib mir den Schlüssel. Es war ein Scab Hawk. Ich habe ihn gesehen. Wenn ich noch einen sehe, sag ich dir nichts. Dir soll's recht sein. Hey, wer ist der Kerl? Weiß nicht. Wenn es nach dir geht, ist das wohl ein Scan. Ist er nicht. Oder? Union Frachter 1219. Wir sehen einen Fleck auf dem Radar. Noch jemand? Ja, hier ist 3407. Wir auch. Das ist keiner von uns. Frachtwegaufsicht an alle Union-Schiffe. Alarmbereit sein. Es gibt Meldungen über ein Feindschiff im Gebiet. Okay, das ist unser Zeichen. Los, sehen wir uns das Gebiet mal an. Mal sehen, ob der Rifter recht hat. Outcast Hawk. Hab sie. Die Kanonen funktionieren gut.
aber ich wette, deinen Anteil von unserem Geld, dass schon bald noch mehr von diesen Scabs rumschwirren werden. Oh nein, sobald wir wetten, sieht's übel aus. Das macht das so interessant. Für dich ja, für mich wird's ein langer Tag. Laut Scans kam der Outcast Hawk aus diesem Asteroidenschwarm. Lager der Union gefunden. Die sind ganz nah. Das ist wohl das Beste.
Ich erhalte einen Notruf. Ich gebe ihn an dich weiter. Woher kommt das Signal? Die Wagenstation überdast. Sie haben da wohl ein Scap-Problem. Okay, dann los. Das ist die Union. Wir haben die Jungs mit einem schrottreifen Funkgerät da ausgesetzt. Ein Himmelfahrtskommando. Immer noch sicherer als unser Job. Komm schon. Meine Lieferungen sind noch keinem auf den Kopf gefallen. Oder doch? Sehr beruhigend. Na also, die Scans sind da. Oh Mann. Ich wusste, dass sie Frachter angreifen, aber gleich eine Station? Jonas hatte recht. Das sind keine Durchschnittsscaps. Der Schlepper muss unverzüglich andocken. Übernehmen die Scaps die Station. Können sie den Schlepper abschießen. Und wir unsere Provision vergessen. Wir sind ganz nah. Kommen gerade in ihren Sektor. Okay, machen wir uns kampfbereit. Okay, dann legen wir mal los. Rein in den Vogel und dann zu dieser Wagenstation. Der Schlepper wird schnell in der Gegend sein. Wir müssen die Outcasts also im Zaum halten. Legen wir los. Irgendwas vom Schlepper? Noch nicht. Das ist gut. Wir können jetzt keinen nervösen Union-Kapitän brauchen. Du bist jetzt auf ihrem Radar. Outcast Hawks sind unterwegs zu dir. Ich hab sie. Zurück, bevor Sie den Korridorbereich betreten.
an der Schleuse. Sie ist zu. Kriegst du sie auf? Ja, einen Augenblick. Ah, verdammt! Du bekommst Scab-Besuch! Sie hageln nur so auf das Frachtdeck. Verschaff mir Zeit, damit ich die Schleuse öffnen kann. Halt sie fern! Neustart gescheitert. Verteidigungssysteme deaktiviert. Kannst du mir dabei helfen? Okay, vermutlich ist der Hauptstromwandler hin. Also umgeh die Spulen und verbinde die Bogenleitung mit dem Hauptcomputer. Wenn das nicht funktioniert, reiß das Sicherungsterminal raus und überbrück den Transduktor. Kapiert? Klar, Bogenleitung zum Transduktor-Ding. Einfach, erledigt. Das war's. Die Verteidigung läuft wieder. Das wird die Outcasts freuen. Vakuumstation Dust, hier Captain Bennett auf Union Schlepper Albatros. Wir haben einige Probleme mit eurer Warp-Marke. Bitte melden. Ja? Albatros?
Wir machen nur eine kleine Frequenzanpassung. Bitte warten. Verstanden. Wir halten uns bereit. Ach, Mist. Tja, wir sind ziemlich weit abseits. Ohne Riftfrequenz kann der Schipper nichts anvisieren. Wir brauchen eine Signalstation für das Rift, und zwar schnell. Bin unterwegs. Sende eine Station. Abwehrsystem der Station ist reaktiviert. Stufe 3 Stationsalarm. Die Warp-Barke ist deaktiviert. Wiederhole, Warp-Barke ist deaktiviert. Thank you.
Aufpasst, Kapselsturm! Der Söldner ist heimgekehrt.
Sag mir, was du hier suchst. Was zum Teufel ist das? Du musst den Funk schützen, Cutter! Deine eigenen Leute lehnen dich ab. Oh Mist! Ich kann sie nicht abschalten! Verloren. Weißt nicht, was du bist. Cutter, hörst du mich? Du weißt, was du verloren hast. Wer zum Teufel ist da? Raus aus meinem Kanal! Das Geld für den Claim. Das war es wert. Es gehörte uns. Und sonst keinem. Niemand konnte uns das wegnehmen. Nicht ohne einen Kampf. Ermit! Outcast! Wie aus dem Nichts griffen sie uns an. Cutter! Hörst du mich? Das war's! Logan! Logan! Hey! Irgendjemand da! Und am Ende war Logan tot. Und ich sollte der Nächste sein. Doch Cutter rettete mich. Ruhig! Er flickte meine Überreste wieder zusammen. Doch manches ging unwiederbringlich verloren. Nach all den Jahren kam ich zurück. Aber nicht der Rache wegen, sondern um ihr Soll zu erfüllen. Völlig egal wie. Was kann ich für dich tun? Nichts. Ich habe nur ein paar Fragen. Was zum Teufel? Ich will nur reden. Verdammt, bitte! Willkommen zurück. Ihr Scab seid schlauer als die anderen. Was jetzt? Weiß ich doch nicht. Ihr wisst alle Bescheid. Und du wirst es mir sagen. Der Scheißplanet interessiert uns nicht. Nur die Quelle, für die leben wir. Wir lassen uns keine Tropfen mehr entgehen. Ihr wollt diesen Schlepper? Ist es das? Gib sie mir wieder, bitte! Ich... Ist er tot? Das tun sie doch alle. Wir sind über Skatsch. Der Albatros hat angedockt und wird gerade beladen. Wenn der Scab recht hat, werden die Lieferung blockieren. Wir müssen was tun. Das ist es, Scourge.
Ein mieser Planet für eine Pipeline, aber ein idealer Ort für Scab. Und zwar massenweise. Der Schlepper, wie lange bis der geladen ist? Weiß nicht, aber ich checke das. Bereit? Los geht's. Du startest in 3, 2, 1. Okay, was haben wir hier? Außer den Scab-Horden? Vor dir liegt ein Rift-Umwandler. Und die Einheimischen haben alle Mühe, ihn zu schützen. Ich kämpfe mich dorthin durch. Hoffentlich hast du einen Plan. Sonst war nämlich all unsere Schufterei umsonst. Ich arbeite daran. Genau da! Ah! Feuer mit Feuer bekämpfen. Sniper-Turm bereit machen. Okay. Ich habe den Schlepper-Captain dran. Ich schalte dich rein. Captain Bennett, hier ist die Annabelle. Ich habe einen Mann vor Ort. Schildern Sie das Problem. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Pipeline-Druck ist stark gefallen. Wir haben nur halbe Leistung. Okay, Cutter. Scanne die Rohre und suche das Problem. Ich halte die Scabs von der Pumpstation fern. Schon dabei, Kumpel. Die Regulatoren würden mich zwingen, alles auf Eis zu legen. Der Schlepper verträgt keine Kugeln. Beeilt euch! Ja, aber es ist einfacher, das System umzuleiten. Ich sehe auf den Plänen einen Hauptschalter beim Riftumwandler. Finde ihn und lege ihn um. Alles klar.
geschafft. Haha, das hat geklappt. Das System läuft wieder. Wir sind wieder da. Pumpen auf Hochtouren. Wir müssen nur noch die restlichen Tanker befüllen und den Job beenden. Ah, beeil dich, Mann. Diese Scabs lassen uns nicht kampflos beladen. Eine Horde von ihnen will zu den Ebenen. Und eine andere will zu den Ladedocks. Lass sie nicht an den Umwandler. Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken muss? Als ich den Scab in den Fingern hatte, hat er die ganze Zeit von der Rift-Energie geredet, Cutter. Wer? Traces Gefangener? Der Scab hat es verdient. Er ist nur ein weiteres Ungeziefer. Wen kümmert das schon? Niemand. Er hat einfach nicht aufgehört. Als ob er besessen wäre. Einige Rifter reden genauso, als ob die Energie denken und mit ihnen reden könnte. Tja, mit Voodoo kenne ich mich nicht aus. Ich höre auch die ganze Zeit Stimmen. Und ich bin ja auch nicht besessen. Nein, du bist bloß verrückt. Hammett, Kapselsturm bei der Plattform. Da wimmelt es von Scabs.
sagst du, du kennst mich? Wir haben die gleichen Namen. Das gleiche Blut. Emmett. Logan? Sever. Das ist es. Scourge. Ein mieser Planet für eine Pipeline. Aber ein idealer Ort für Scan. Und zwar massenweise. Der Schlepper. Wie lange bis der geladen ist? Weiß nicht. Aber ich checke das. Bereit? Los geht's. Du startest in 3, 2, 1. Außer den Scab-Horden? Vor dir liegt ein Rift-Umwandler. Und die Einheimischen haben alle Mühe, ihn zu schützen. Ich kämpfe mich dorthin durch. Hoffentlich hast du einen Plan. Sonst war nämlich all unsere Schufterei umsonst. Ich arbeite daran. Schau mal, Sniper-Laser. Erledige sie schnell. Ich muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Sniper-Turm bereit machen. Ich habe den Schlepper-Captain dran. Ich schalte dich rein. Captain Bennett, hier ist die Annabelle. Ich habe einen Mann vor Ort. Schildern Sie das Problem. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Pipeline-Druck ist stark gefallen. Wir haben nur halbe Leistung. Okay, Cutter. Scanne die Rohre und suche das Problem. Ich halte die Scabs von der Pumpstation fern. Schon dabei, Kumpel. Die Regulatoren würden mich zwingen, alles auf Eis zu legen. Der Schlepper verträgt keine Kugeln. Beeilt euch! Los, schick mir ein Geschütz!
geschafft. Haha, das hat geklappt. Das System läuft wieder. Wir sind wieder da. Pumpen auf Hochtouren. Wir müssen nur noch die restlichen Tanker befüllen und den Job beenden. Ah, beeil dich, Mann. Diese Scabs lassen uns nicht kampflos beladen. Eine Horde von ihnen will zu den Ebenen. Und eine andere will zu den Ladedocks. Lass sie nicht an den Umwandler. Woran ich die ganze Zeit denken muss. Als ich den Scab in den Finger hatte, hat er die ganze Zeit von der Rift-Energie geredet, Cutter. Wer? Tracys Gefangener? Der Scab hat es verdient. Er ist nur ein weiteres Ungeziefer. Wen kümmert das schon? Niemand. Er hat einfach nicht aufgehört. Als ob er besessen wäre. Einige Rifter reden genauso, als ob die Energie denken und mit ihnen reden könnte. Tja, mit Voodoo kenne ich mich nicht aus. Ich höre auch die ganze Zeit Stimmen. Und ich bin ja auch nicht besessen. Nein, du bist bloß verrückt. Emmett, Kapselsturm bei der Plattform. Verrecken! Und die treffen weiter. Die Bomber haben es auf die Pipeline abgesucht. Sie wollen die Leitung zum Schlepper kappen. Okay, zeigen wir ihnen, was Sache ist. Ich brauche eine Startrampe. Alles klar, Startrampen sind bereit. Verbinden wir Rifter doch miteinander. Unter denen sind bestimmt ein paar Hawk-Freaks. Thank you.
frei. Schalte sie aus. Bleib von den Luftbienen weg. Da sind hinterlistige Fallen. Erst mit einem Mech-Cutter! Let's go.
übrig. Verdammter Mist. Jetzt sind die Scabs schnurstracks zum Orbitlift unterwegs. Und Kumpel, es sind verdammt viele. Die werden diese Rifter überrennen. Ich gehe jetzt darunter. Alleine klar. Wenn Tracy dein Sheriff ist, hast du keine Wahl. Du musst gut sein mit der Waffe. Da hast du recht. Thank you.
Schick mir ein Geschütz! Die Pipeline ist sicher und versehrt. Gatter, hast du einen Lifter zur Hand? Nein, im Moment nicht. Aber lass mich ein wenig suchen. Hey, Riftspinner! Yeah. Was du getan hast? Gar nicht übel. Du hast uns gerettet. Hast was gut bei uns. Hab ich nicht. Naja, du hast noch richtig was vor dir. Und wir sind bereit, dir dabei zu helfen. Na dann, an die Arbeit. Rücksichtslos ist er! Alle diese Menschen werden leiden wegen diesem Freak! Nicht beachten, aber wir stecken gelinde gesagt in der Klemme. Bedank dich beim Union-Schlepper dafür, dass er deinen einzigen Lifter zerstört hat. Jonas, wir haben etwas. Ladelskreuzung. Sagt Ihnen das was? Wir haben diese Siedlung vor Jahren an die Outcasts verloren. Ich habe gehört, dass es sie noch gibt, aber ich habe keine Ahnung, ob sie noch funktioniert. Da der Letzte in den Ausläufern ist, sage ich, versuchen wir's. Wir brauchen nur ein paar Tanker mehr für den Schlepper. Und fertig. Hier ist es. Ballardskreuzung. Beschissener Ort, um einen funktionierenden Lift zu finden. Aber wir dürfen nicht wählerisch sein. Nach der Pipeline nehmen wir, was wir kriegen. Wie sieht's mit den Suchern aus? Aktiviert. Da unten sind viele Scabs. Ich habe eine Landezone, aber da wird ein Willkommensdruck sein. Cutter, ein Willkommensdruck. Ich bin umringt von Scrappern. Ja, eine kleine Fehlberechnung meinerseits. Das kriege ich wieder hin. Ach, komm schon. Du lebst noch. Okay, wir sind im Geschäft. Der Schlepper kommt. Wir haben Tanker zu füllen. Okay, mach den Förderturm bereit. Alle Rifts müssen angezapft und abgeschlossen werden. Bitteschön. Förderturm 1 bereit. Bleib auf dein Zeichen. Sieht gut aus. Energie fließt in die Tanker. Nur noch 2 Rifts zu schließen, dann können wir den Schlepper füllen. Den Job abschließen. Oh, nur ein kleines Problem. Scabs, die geben dieses Staubloch einfach nicht auf. Wir müssen schnell sein. Razorbacks bereit machen. Wird erledigt. Die Garage ist im Laderaum. Und ich bräuchte ein paar Jungs von der Pipeline zur Unterstützung. Bin schon dran. Garage und Außenposten sind bereit.
Schick mir ein Geschütz! Die Union will den Orbit-Lift zurückhaben? Das werden diese Feiglinge nicht wagen. Mit ihrer ganzen Kohle holen die sich einen neuen. Natürlich. Sie hätten kein Problem, sie hier zu kaufen. Es ist echt heiß da drin. Sie sind schnell unterwegs. 10 Sekunden. Scab Razorbacks nähern sich.
Die Tanker werden so schnell wie möglich gefüllt. Lass einfach diese Bastarde nicht in die Fördertürme ran. Die Scavs sind bei den Felsen. Der Förderturm hält nicht mehr lange. Wir sind unterwegs. Beweg dich, lieber Emmett. Der Union-Kapitän wird schon wieder launisch. Wenn die Scabs die Tanker erwischen, sind wir erledigt. Dann gibt's keine Chance mehr, den Schlepper zu füllen. Praktisch alles brennen.
Schick mir was, damit ich mobil bin! Gesichert. Und jetzt? Das ist ein alter Lift. Nur ein Tanker jedes Mal. Wir müssen die Scabs abhalten. Zumindest bis Captain Bennett eine volle Ladung hat. Erster Panzer ist auf dem Weg. Wie sieht's aus? Razorbacks nähern sich von hinten über den Pass und Landungskapseln kommen von oben. Ein weiterer Trupp Razorbacks rückt von hinten nach. Es wird heftig da oben. Gib mir Versorgungsbunker! Das ist es, Emmett. Unser Auftrag fährt auf diesem Lift. Ganz entspannt, was? Na, klar. Auch wenn uns ein paar unschuldige Menschen das Schicksal ihrer Stadt anvertraut haben. Ich hab's verstanden. Ja, ich meine ja nur. Noch 10 Sekunden, bereit machen! Scab Razorbacks am Tor. Geschütz senden. Panzer 2 unterwegs. Klingt gut, oder? Ich bin froh, wenn das vorüber ist.
Das ist harte Arbeit. Ein Kinderspiel. Bring bis zu Ende. Die Fracht ist sicher. Alle 5 Tanker bereit. Geschafft. Union-Schlepper Albatros verlässt das voll beladen. Ende. Das sind keine Outcast-Totems. Die waren aktiv. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Metallhaufen, die sich vom Boden rissen. Es war ein Exodus. Logan! Wo fliegen die hin, Cutter? Sie hauen ab. Sie kümmern uns nicht, Mann. Die Schlepperladung schon. Wir Union-Schlepper Albatros sind voll beladen. Sieht aus, als wären wir startklar. Verstanden, Albatros. Können Sie die Ladung warten? Okay, wir müssen erst aufladen. Dann können wir es einlösen. Sehen Sie das, Emmett? Ohne Sie hätte das nicht geklappt. Ihr Soll ist erfüllt. Wir können abrechnen. Oh, es gibt noch viel zu tun. Der Outlaw. Verschwunden. Er ist kein Problem mehr. Sie denken, das sei vorbei? Sie verstehen diese Kreatur nicht. Sie rufen, wir kommen. Beim Entladen des Schleppers ist Zahltag. Wie vereinbart. Und Deal ist Deal. Jonas wusste es. Aber wir anderen sahen nur, was mal war. Sahen Geister. Boten dem Outlaw die Chance, sich alles zu nehmen. Ihr Union-Schlepper Albatros! Unbekannte Schiffe dringen hier ein! Bitte, wenn niemand uns hören kann, wir werden angegriffen! Schlepper Albatros, wir sind am Dock und werden massiv angegriffen. Ich dachte, wir sind beladen und abgefertigt. Was ist passiert? Das waren die Scabs. Das war kein Rückzug. Die sammeln sich. Cutter, mach die Waffen bereit. Bring mich rein, jetzt! Passen Sie auf! Sie haben Platz! Nehmen Sie eine freie Landezone ein. So wie Sie unsere Ladung verschießen, dürfen wir keine Zeit verlieren. Der Schlepper angedockt ist auf der einen Seite geräumt. Beeilung! Schon unterwegs.